Heuer waren sie erstmals seit 4 Jahren wieder im schnellen Einsatz, die Fahrbahn Rasenmäher. Dies aber nicht zum Zweck ihrer eigentlichen Bestimmung, der motorisierten Garten- und Rasenpflege, sondern im Rennmodus der Formel 1 auf der besonderen Art auf dem Magdalenaring in Unterneukirchen. Trotz Tropenhitze zog das von den Rasenmäher-Bulldog-Freunden e.V. zum 12. Mal aufgezogene Motorspektakel an beiden Tagen viele begeisterte Zuschauer an. Wie kommt man denn auf so eine originelle Idee? Ja, wir haben aus einem Nachbarschaftsschmarren heraus irgendwann einmal Ende der 90er Jahre festgestellt, dass die ganzen Nachbarn von uns herum Rasenmäher-Bullocks haben. Und dann haben wir uns mal gedacht, Hackos, eigentlich könnte man mal so ein Rasenmäher-Bullock-Rennen machen. Das ist, ja, ist dann aus diesem Schmarren ist dann also ein kleines Rennen entstanden, hauptsächlich von den Nachbarn aus. Und dann hat das ein bisschen mit den Späseln und mit den Haufen, was man alles so kennt, hat das ein bisschen die Runden geschmissen. Und dann waren auf einmal immer mehr motiviert. Und auf einmal haben wir da so 20, 25 Teilnehmer gehabt, die wo dann ja, bei uns da mitgefahren sind. Den Auftakt der zweitägigen Veranstaltung bildete am Samstagnachmittag das Tretbulldog-Rennen, das vom katholischen Burschenverein Unterneukirchen im Rahmen des gemeinschaftlichen Ferienprogramms für die kleinen Nachwuchsfahrer geplant und durchgeführt wurde. Zum Abend hin wurde es dann zum ersten Mal laut, als die Kinder und Jugendlichen Vereinsmitglieder der Rasenmäherfreunde ihre vereinsinterne Meisterschaft der Minibike-Kids ausfuhren. 8 Starter verzeichnete das junge Teilnehmerfeld, die auf unterschiedlichsten Miniatur-Motorrädern um ihre Plätze kämpften. Sieger des ersten derartigen Wettkampfs wurde Max Dandl vor Sebastian Weinberger und Michael Rost. Beim nächtlichen Rundrennen, das pünktlich um 21 Uhr startete, ging es darum, wer in 2x20 Minuten die meisten Schleifen auf den 130 Meter langen, mit Flutlicht bestens ausgeleuchteten Magdalena-Kurs absolvierte. Erstmals in der Geschichte des Events waren dieses Jahr neben 7 Benzinbetriebenen auch 2 Bikes mit Elektroantrieb am Start. Bei der Halbzeit des Rennens lag der Sieger von vor 4 Jahren, Lothar Fredelmeier, auf seinem herkömmlichen Gerät genau eine Runde vor den RBF-Mitgliedern Stefan Dandl und Thomas Weinberger, beide auf einem E-Bike. Im zweiten Abschnitt zog Thomas Weinberger an ihm vorbei. Mit 110 Runden entschied dieser vor Lothar Fredelmeier 109 und Stefan Dandl 106 Runden den diesjährigen Grand Prix für sich. Bei dem nicht so ernst gemeinten Rasenmäher-Bulldog-Rennen, das am Sonntagnachmittag in Madeleine stattfand, waren 20 Piloten am Start. Was für ein Siegermodus wird denn hier angewendet? Ja, um was geht's da? Wir veranstalten ein Rasenmäher-Bulldog-Rennen. Ist aufteilt in 2 verschiedene Rennen. Einmal haben wir einen Schnelligkeitskurs, da müssen wir da um den Parcours rumfahren. Und dann der zweite Teil ist ein Geschicklichkeitsparcours, da wo man praktisch einige lustige Aufgaben erfüllen muss. Es ist ja bei dem Schnellkurs, was wir fahren, muss man auch einmal in die Boxengasse fahren. Die haben wir links von uns, da haben wir auch lustige Spiele. Zum Beispiel haben wir diesmal den heißen Draht und erst wenn man da den heißen Draht erledigt hat, ohne dass er einmal hupt, darf man wieder weiterfahren. Zum zweiten Mal in der Renngeschichte wurde der große Preis von Madeleine bei der diesjährigen Auflage in 2 unterschiedlichen Klassen durchgeführt. Als bester Fahrer bei dem Gemisch von Geschwindigkeit und Gaudi erwies sich bei dem auffrisierten, teilweise abenteuerlich umgebauten und PS-starken Gefährten Lokalmatator Stefan Mitterer aus Unterneukirchen. In der Gruppe der originalgetreuen Traktoren siegte Stefan Ross aus Unterneukirchen vor Thomas Mefert und Martin Keinsmeier. Für alle galt am Ende bei der feuchtfröhlichen, stilecht und Sektdusche endeten Siegerehrung das etwas abgewandelte olympische Motto: Dabei sein ist alles.